Willkommen zurück bei InBento, wo wir hungrige Katzenmäuler stopfen wollen. Okay. Wir haben neue Elemente hier bekommen. Oh, womit wir einfach Sachen wieder zurück in unsere... Ah, verstehe. Wir können damit also Sachen wieder zurück in unser Inventar, wenn man so möchte, zurückbringen. Das ist natürlich sehr schön. Vielleicht auch besser, als einfach immer nur Sachen miteinander drüber zu bügeln. Denn die Essensverschwendung will ja bekämpft werden. Gut. Oh, sogar ganze Doppelstrukturen jetzt. Und wir können natürlich auch die Reihenfolge hierbei abändern. Schön. Wir brauchen ja eigentlich die. Also das Grünzeug bräuchten wir hier. Aber wie sollen wir das denn da rüberbringen auf die Art und Weise? Achso, wir können es ja später dann wieder überbügeln miteinander, ne? Nee, es geht ja so auch nicht. Falsche Reihenfolge. Bevor wir das aber machen, werden wir das weiße Reiselement schon mal rausholen, um es dann wieder reinzusetzen. Wunderbar. Die müssen ja einen genauen Rollentausch vollbringen. Also die Eckelemente um die Zitrone herum müssen genau dieselben Elemente von der Positionierung austauschen wie die Erbsen. Aber irgendwie hakt es bei mir gerade so, dass ich nicht drauf komme, warum das so nicht funktionieren kann. Ach, ich bin so blöd. Ja, natürlich. Wir müssen einfach die Mittelstücke nehmen und die dann anders positionieren. Keine Ahnung warum. Ich kann es euch nicht erklären, was manchmal in meinem Kopf da so stattfindet, dass diese Sachen nicht in den mir ins Hirn wollen. Und dann andere Sachen hingegen wieder. Fertig. 10 Sekunden Denkleistung vollbracht. Bye bye. So. War jetzt auch kein Problem. Das hingegen, da merke ich jetzt schon, das ist mir zu viel. Also, das werde ich nicht einfach so spontan lösen können. Wobei, doch, doch. Ach. Wollte es so rummachen. Das finde ich super cool, dass man hier
sich damit eigentlich schon fast die meiste Arbeit macht, mit dem Vorplanen, in welcher Reihenfolge man was wie wieder reinbringen will. Also klar, ne, arbeiten viele Videospiele, Puzzle-Videospiele damit, aber ich finde das so schön simpel strukturiert hier. Scheinbar gibt es Streit auf kulinarischer Basis, dass Tomaten bitte nicht mehr in die Bento-Box rein sollen. Was ist das denn jetzt? Wird damit, ja, das wird, es werden Sachen miteinander kopiert und das, wo gestrichelt ist, ersetzt, richtig? Wow. Immer dieses Doppelsymbol über das, was man kopieren will, und schon werden kleine, leckere Klone eingebaut. Problem ist jetzt ein bisschen, dass man überlegen muss, welche kommen denn jeweils zuvor. Aber das geht noch. Nur noch Toast, nur noch kleine Sandwiches. Wir haben nur ein einziges, wo so ein Mittelding dabei ist. Das ist nicht zu unterschätzen. Bin ich mir noch unsicher. Nee, wartet mal. Genau. Muss ja jede Ebene mindestens eins dieser Dinger dabei sein. Was sollen das nun darstellen? Kleine Kidneybohnen? Ja. Ich denke, das passt. Jawohl. Verdammte Axt. Falsche Reihenfolge mal wieder. Und auch hier quasi übersprungmäßig können nun weitere gesetzt werden. So. Ja, okay. Das Problem ist jetzt, wie ich die Gurken oder was auch immer das Grünliche sein soll, da hinbekomme an die Ecken. Und gleichzeitig natürlich auch die Pfefferdinger. Ah, nee. Das ist doch ein bisschen komplizierter als gedacht, glaube ich. Habe ich falsch gemacht. So wird ein Schuh draus. Hab nämlich schon mit dem falschen Element gleich angefangen und deswegen konnte das auch nichts werden. Wird natürlich denken, so. Also, eins dieser Duplikate muss eh für eins der Sandwiches verwendet werden. Vielleicht für das? Mal gucken.
Nee. Totaler Quatsch, oder? Ja, Quatsch. Jawohl. So. Aber geht doch schon wieder gut weiter hier. Das ist erstmal nur rein intuitives Probieren. Das wird eh fehlschlagen. Wird nicht so. Aber war schon gar nicht mal so schlecht. Das Problem ist aber natürlich, dass sie jetzt unten alle sind. So. Kleiner Umweg, aber es hat gereicht. Oh. Teenagerkatze kommt zur leicht überarbeiteten Mutter scheinbar hinein. Mal gucken, was jetzt kommt. Ja, die werden ja auch immer schwieriger, ne? Die Ansprüche werden höher, natürlich. Pubertät, man kennt's. Kein einziges Pfefferchen darf mehr dabei sein. Nur noch Bohnen, Bohnen, Bohnen. Okay. Naja, fast. Ich denke fast, dass dieses dabei ist, um mal zwischendurch das Sandwich zu schützen. Oder? Ja, so. Wobei ich mich schon noch frage, wie ich jetzt hier die Bohnen in die Mitte bekommen soll. Und gleichzeitig die Pfefferschote duplizieren soll. Wobei. Ja, so klappt's nicht. Nee, 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 nee. Erst das. Erst das darüber bringen. Dann tauschen. Pfefferschote oben rechts und duplizieren bitte. Ach Gott, ich habe die Schoten ganz am Anfang vergessen. So, bitte die miteinander austauschen. Quatsch, ich mach Unsinn.
Erst kommen die Gurken dahin. Ist auch Unsinn, weil dann ist das Thunfischstückchen weg. So, so. Ja, okay. Wenn ich jetzt das Mittelstück rüber runterhole, dann kann ich oben die Gurkenstückchen sehen, die miteinander austauschen und das verdoppeln. Wunderbar. Man hat es dampfen sehen, oder? Die Synapsen, der ganze Dampfantrieb innerhalb meines kleinen, noch mechanisch funktionierenden Hirnes. Pam, pam, pam. Gut. So, jetzt muss ich hier Sachen auch rübernehmen können. Ich würde denken, die Pfefferschoten wären der ideale Anfang dafür. Ich sehe aber gerade, das kann nicht sein. Nee. Ah. Die Dinger werden für die Pfeffer... Ampel gebraucht und damit ich nachher die hier einfach hin und her bringen kann. Ja. Vielleicht ist es auch halbe halbe, so wie ich es gerade sehe. Dann könnte man die miteinander austauschen. Nee, es reicht auch noch nicht. Obwohl, doch, 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 doch. Ja. Gott. Es qualmt. Hier wird gleich der Feueralarm ausgelöst, wenn das so weitergeht. Keine Bohnen, keine Kidneybohnen reinhauen. Aber er will was kopieren können. Er will eine Zweiergruppe wegnehmen können. Und so komplett irgendwas austauschen können. Also... Ich würde spontan sagen, die Paprikaschoten wegnehmen, weil da auch eine Zweiergruppe komplett hin und her weggegeben werden soll. Ist erstmal nur ein Versuch. Das nächste, was kommt, ist, dass wir das hier unbedingt kopieren müssen. Das können wir dann so machen und können die miteinander austauschen und wunderbar. Großartig. Keine Gurken. Ey, dann mach deinen Scheiß doch einfach selber. Also ehrlich. Wenn das Kind hier solche Extrawünsche hat, soll es das einfach selber machen. Okay, ich würde hier wieder denken, diese Zweierstruktur kann man übernehmen. Ja, aber ganz so einfach wird's nicht. Denn wir brauchen ja tatsächlich 7 Sandwichstücke und die hätte man jetzt schon nicht mehr. Passt also nicht ganz. Daher würde ich denken, dass man das Sandwichstück erst in die Mitte nimmt, dann so. Dann hat man die hier nämlich schon parat. Aber zuerst muss man das Ding mit der Gurke da reinbringen. Damit nämlich keine Gurke mehr parat ist und so. Und auch hier mal wieder gucken, welche Sachen brauchen wir denn überhaupt? 5 verschiedene Sandwich-Teile. Das heißt, es müssen alle... Sandwich-Teile, die wir in der Mitte schon vorliegen haben, die dürfen nicht wegkommen. Weil wir haben 2 noch zusätzlich im Inventar, sowie eine Kopierfunktion. Ja.
Man könnte natürlich auch probieren, die Paprikastücke, die es schon gibt, komplett dazulassen. Mit denen also gar nicht weiter zu interagieren. Ja, genau. Passt. Wenn ich es noch richtig rüber kopieren würde, genau. Eine Doppelstruktur kann man wieder wegnehmen, aber es hängt nicht viel so direkt zusammen. Und man kann zwei gegenüberliegende herumschieben, da würde sich das natürlich anbieten. Auch hier mal wieder einfach ein bisschen hin und her probieren. Aber das sieht schlecht aus. Wobei, gar nicht mal so schlecht. Ich glaube, ich habe jetzt eine Idee. Ja. Weiß nicht, ob es so angedacht war, aber so passt. Ach, wie süß! Das kleine Katzenkind hat seiner Mutter oder ihrer Mutter einen kleinen Kuchen gebacken. Und damit ja auch die ganze Arbeit, die wir ge so gegeben haben, damit mal erwidert auf der gleichen Ebene. Toll. Oh, wie niedlich. Und jetzt wird natürlich die Graduation, die Absolventenfeier durchgeführt und sie verabschieden sich am Bahnhof. Geht das Kind jetzt etwa zur Universität oder wie? Ein Koch wird gesucht. Oh, jetzt kommen wir wohl in das Kapitel von Invento hinein, wo sich nicht mehr die Mutter um das kleine Kind kümmern muss und auch nicht um den Teenager, sondern wo wir selber unsere neue Zukunftsperspektive als Koch ausloten. Ich bin gespannt. Hier wird also noch auf so eine Art und Weise eine kleine Familiengeschichte weitererzählt. Und wie wir da wohl hinkommen werden. Und wie gut insbesondere und welche neuen Mechaniken dabei auf uns warten auf diesem Weg. Das werden wir gemeinsam morgen herausfinden. Bis dann.